Auf der Steineralm helfe ich Sennerin Kathi bei der Arbeit. Wir melken Kühe, misten den Stall aus, füttern Kälber. Ah, du stellst auf meinen Fuß! In meiner Freizeit spiele ich am liebsten mit den Hunden Luki und Bindi. Oh, Luki, bist du stark. Ich habe Friedi kennengelernt. Er ist einer der besten Slackliner der Welt und zeigt mir die ersten Schritte. Komm, bleib oben. Komm, bleib oben. Bleib oben. Ein Raubtier ist in das Hühnergehege eingebrochen und hat 4 Hühner mitgenommen. Wir wollen den Täter überführen. Einen Wecker brauche ich auf der Alm nicht. Anna, aufstehen, auf geht's. An das frühe Aufstehen habe ich mich gewöhnt. Ans Badezimmer nicht. Boah, ist es kalt, ha? Los geht's, komm! Den Entenkäfig konnte der Räuber nicht aufbrechen. Die 4 Geschwisterchen sind bei dem Überfall mit dem Schrecken davongekommen. Aber von den Hühnern haben nur 3 überlebt. Die müssen wir jetzt doppelt gut bewachen. Und wir müssen herausfinden, wer hier überhaupt gewütet hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Täter heute Nacht wieder da war. Wenn ja, werden wir ihn gleich auf diesen Kameras zu sehen bekommen. Kathi! So, jetzt schauen wir mal. Okay, die Kamera hat schon mal was aufgenommen. Wo ist denn? Also gegen 1 Uhr. Ich sehe nichts. No. Eine Fledermaus. Ah ja. Naja, die war es ja wohl nicht. Das wird schwierig. Fledermaus und Huhn, also Größenunterschied ein bisschen. Ein bisschen viel. Schauen wir mal weiter. Ist noch mehr drauf. Ah. Ja. Das ist jetzt keine Fledermaus. Das ist ein Fuchs, oder? Ja, genau. Also hatten wir mit unserer Vermutung recht. Haben wir recht gehabt, ja. Boah. Jetzt haben wir den Schlingel. Jetzt haben wir wieder um den Käfig rumschleicht. Ja. Jetzt ist er aus dem Bild gegangen. Ich schau mal auf die andere Kamera. Ja. Müsste er ja da drauf sein. Müsste da auch was drauf sein, ja. Da. Ja, genau. Nice. Oh. Schöner Kerl. Wenn er nicht die Hühner mitnehmen würde. Ja. Ich schätze, dass der an der Pleine gezogen hat und doch ja, ist dann. Ja, schau mal, da sieht man es sogar. Genau. Und durch das ist dann das Häusl umgefallen. Ja, gut, dass wir die Sicherung hingemacht haben, weil sonst würde es wahrscheinlich einfach wieder umstoßen. Und dann gibt der Fuchs auf. Hier ist nichts zu holen. Also die Aufnahmen zeigen 2 Sachen. Zum einen, wir hatten recht mit unserer Vermutung, es war ein Fuchs. Genau. Und wir haben den Stall gut gesichert, weil er ist nicht reingekommen. Ja, genau. Unsere Hühner sind also in Sicherheit. Die haben in Sicherheit jetzt. Haben wir gut gemacht. Genau. Auf der Alm nimmt alles seinen Gang. Wie jeden Tag macht Esel Jakob jede Menge Quatsch und ärgert seine Freundin Luna. Und wir schauen am Gemüsebeet regelmäßig nach dem Rechten. Schau mal, da haben schon kleine Gurken dran. Schau her. Die sehen ja cool aus. Und Zucchini fängt auch Schüsselchen noch, schau. Ah ja. Aber für einen Gurkensalat reicht das hier noch nicht. Ja, es wird schwierig, da muss man da ein bisschen warten. Doch das Gemüse schmeckt nicht nur uns. Ui, da haben wir eine Nacktschnecke. Ah, ja. Die kommt gleich raus, oder? Ja, die holt die Anna raus. Die liebt Schnecken. Uah, schleimig. Hier. Und komm ja nicht zurück. Jetzt müssen wir die Erde auflockern. Du kannst mal oben die Hacke holen. Die ist in der alten Stube am Tisch. Okay, gut. Oh nein. Wer seid ihr denn? Hallo? Sind die niedlich? Na, kommt mal mit. Ui. Kathi? Ja?
wen hast du mir denn da verschwiegen? Mhm. Ja, drum, ich habe ja die Hake, habe ich schon. Ich wollte dich bloß raufhoppen, dass du... Ach so. Ja. Sind die niedlich. Wer ist das denn? Das sind die Kinder von Emil und von der Emmy. Ah, die haben Babys bekommen. Ja. Wie alt sind die? Gute 3 Wochen. 2, 3. Und da sagst du mir nichts? Ja, man muss ja auch einmal ein Geheimnis haben und eine Überraschung. Also ich glaube, die 2, die wollen jetzt in nächster Zeit ganz viel von mir gekuschelt und geschmust werden. Ich glaube, und da freuen sie sich auch recht drauf. Und ich mich auch. Aber wahrscheinlich ist hier in der Sonne nicht so ganz optimal. Ich bring sie mal wieder rein. Bring mal wieder näher. Na komm, lass los. Auf. Gut. So oft es geht, stehe ich auf der Slackline. Friedi müsste jeden Moment auftauchen. Heute bekomme ich nämlich meine 2. Unterrichtsstunde. Hey, da geht doch schon was. Waren schon einige Schritte mehr. Super, hallo. Hi. Es wird. Manchmal läuft's besser, manchmal schlechter. Übung macht den Meister. Musst einfach dranbleiben. Da hast du recht. Aber ich glaube, ich bin's bereit für ein paar neue Tipps. Okay, dann zeige ich dir jetzt mal, wie du dich auf der Slackline umdrehen und wieder zurückbalancieren kannst. Dann gib mir doch einfach noch mal deine Hand zum Umdrehen. Und jetzt gleich wieder zum anderen Ende der Slackline schauen. Mhm. Ja, ich glaube, jetzt kannst du es eigentlich schon alleine probieren. Ich glaube nicht. Ja? Naja, cool. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen üben. Ja, alles beim Slacklernen ist Übung. Ja. Übrigens, mir ist noch was eingefallen. Ich gehe auch öfter campen und draußen schlafen. Ich habe dir was ganz Cooles mitgebracht, weil du hast dich ja letztes Mal so übers kalte Wasser beschwert. Ich glaube, ich habe da eine Lösung. Ja. Und zwar eine Campingdusche. Mhm. Gut. Kannst du Wasser reintun und dann heizt sich das in der Sonne auf und dann kannst du abends schön warm duschen. Ah, super, weil das hier schwarz ist, wird das Wasser dann warm. Genau, und dann habe ich dir auch noch einen schönen Duschvorhang mitgebracht, damit dich auch keiner sieht. Schön mit Schafen drauf, passend zu allem. Zwischen den 2 Bäumen ist Platz für meine Freiluftdusche. So, jetzt musst du eigentlich nur noch Wasser reinmachen. Und auf ein bisschen Sonne warten, die heizt dir das dann in ein paar Stunden auf und dann hast du hier auch eine warme Dusche. Perfekt, aber ich glaube, das mit der Sonne wird heute nichts mehr. Nee. Sieht eher nach Gewitter aus. Okay, dann sollten wir uns jetzt lieber mal verziehen. Aber die Wolken ziehen vorbei und der Hochstaufen ragt in den blauen Himmel. Ein Glück, denn Friedi und ich wollen heute noch hoch hinaus. Ja, jetzt sind wir schon da, hier geht schon die Wand hoch. Ja. Gut, geschafft. So, jetzt konnte ich ja den Hochstaufen schon immer so schön von unten von der Alm aus beobachten. Jetzt muss ich natürlich auch mal auf den Gipfel. Und das will ich heute schaffen. Hoch kommen wir über diesen Klettersteig hier. Der sieht nicht so ganz ohne aus. Nee, ist er auch nicht. Ist ziemlich schwierig teilweise und auch sehr steil und ausgesetzt. Ja. Aber das ist überall mit so einem Drahtseil abgesichert. Da können wir uns festhalten und natürlich auch sichern. Zuerst schlüpfe ich mit beiden Beinen in den Klettergurt hinein. Der darf nicht runterrutschen. Passt. Testen wir mal. 2 Gurte samt Karabiner und ein Helm gegen Steinschlag. So, sitzt und es kann mich auch jeder gut erkennen mit dem Orange. Das Kletterabenteuer kann beginnen. Friedi macht es vor. Langsam vorwärts und an den Verankerungen einen Karabiner nach dem anderen übersetzen, damit immer ein Gurt am Seil gesichert ist. Also ich sag euch, man muss schwindelfrei sein. So ein bisschen zittrig bin ich schon in den Beinen. Aber es geht noch, es macht Spaß. Aber es wird ja noch höher und steiler. Trotzdem kommen wir flott voran. Und nach einer Stunde Klettern haben wir die Hälfte geschafft. So, jetzt kommt ein etwas flacheres Stück, Anna. Da können wir uns mal ausklippen. Und auch eine kleine Pause machen, bevor es dann zum Endspurt noch mal steil die Wand hochgeht. Oh, zum Glück. Mir tun die Hände weh und ich kann nicht mehr. Aber ich gebe nicht auf. Und es geht auch gleich weiter. Und macht's dir Spaß, Anna? Ja, schon. Aber wenn ich hier so runterschaue, dann
wird mir schon ein bisschen schwindelig. Dann schau lieber nach oben und schau, wo du deine Hände hintust, wo du hingreifen kannst am Felsen. Und wenn wir oben schön sitzen, kannst du dann runterschauen. Ein guter Tipp. Aber ich bin jetzt doch ganz schön unsicher. Ganz ruhig, Anna. Kurze Panik. Ich mache eine kurze Pause. Tief durchschnaufen. Der Gipfel ist zum Greifen nahe. Die letzten Meter. Geschafft! Hey, super cool, Anna. Ja. Stark geklettert. Oh Mann! War doch jetzt schön, oder? Bin ich echt fertig. Es war super, super schön, aber auch echt anstrengend. Aber vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Und jetzt bin ich super gespannt, ob wir die Alpen von hier aus sehen. Ja, schauen wir mal. Ah, ich glaube, da ist sie. Ja. Hallo, Kathi! Jetzt schnappen wir uns das Gipfelkreuz auf 1771 Metern. Hat sich doch gelohnt, oder? Oh. Woo. Also allein für den Ausblick hat sich das gelohnt. Absolut. Hier. Ein bisschen Stärkung hast du auf jeden Fall verdient. Das finde ich auch. Unsere Brotzeit lockt Gesellschaft an. Ganz viele Alpendohlen. Cool. Hallo, Freunde. Aus der Hand gefressen. Hast du gewusst, dass die Alpendohlen die einzigen Rabenvögel sind, die einen gelben Schnabel haben? Nein, ich hatte keine Ahnung. Siehst du, jetzt hast du auch was von mir gelernt. Hast du denn jetzt eigentlich einen geeigneten Ort gefunden für deine Highline? Ja, guck mal, da hinter uns, da in der Mitte, da ist ja so eine Scharte, so ein V-förmiger Einschnitt. Das ist die Mittagsscharte. Und da über die Mittagsscharte will ich versuchen, eine Highline aufzubauen. Das wäre dann die erste Highline dort. Und da kannst du auch gerne mitkommen. Boah, das sieht aber richtig heftig aus. Ja, aber da komme ich gerne mit. Da bin ich jetzt schon aufgeregt. Cool, super. Ja, dann machen wir dann eine schöne alpine Highline. Das machen wir. Aber weißt du, was wir jetzt auf jeden Fall auch noch machen müssen? Ein Gipfelfoto. Auf die Plätze, fertig. Tschüss. Und dann geht's wieder runter vom Berg. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Die Hälfte des Sommers ist schon fast rum und für die Tiere ist das Leben auf der Alm ein Paradies. Sie fressen und entspannen. Wachhund Luki hat auch nicht viel zu tun. Ganz im Gegenteil zu mir. Leute, tolle Neuigkeiten. Ich habe neue Hühner dabei und ich bin mal gespannt, wie die sich mit den verbliebenen drei verstehen. Huhn und Huhn. Müsste passen. Ah, Hier hat gleich mal jemand gezeigt, wer der Boss ist. Die alten Hühner sind über die neuen Mitbewohner nicht erfreut. Dogi ist jetzt mal weg. Kommt, geht mal raus. Anneliese, Christa. Ja, so ist gut. Super, Christa. Gehst lieber schnell zu deinen Freunden, gell? Achtung, es gibt Ärger. Ui. Aber ich misch mich nicht ein, Leute, weil das sollen die untereinander klären. Die Hackordnung steht schnell fest. Beim Futter müssen die Neuankömmlinge erstmal hinten anstehen. Dafür wagt eine mutige Henne einen Blick in die neue Pension. Das kann ja noch lustig werden. Melken kann ich inzwischen im Schlaf. Die Kühe haben sich an mich gewöhnt. Milch! Kathi! Nachschub! Herrlich frisch.
Hier lässt es sich aushalten. Stimmt's, Lucky? Die Kälber habe ich richtig ins Herz geschlossen. Und mich mögen sie auch. Komm. Hab ja auch immer was Leckeres dabei. Komm. Jedes Kalb verdrückt pro Tag etwa 20 Liter Milch. Du hast schon alles leer gesüffelt. Nichts mehr drin. Tschüss. In meiner Freizeit erkunde ich die Umgebung. Immer auf der Suche nach wilden Tieren. In den Bergen wimmelt es ja nur so davon. Hallo. Hi. Was machst du da? Ich schaue hier nach Affen. Nach Affen? Ja, das sind die Kleinen, die Jungtiere von den Murmeltieren. Ach so, genau. Und die werden Affen genannt. Warum das? Ja. Wahrscheinlich, weil sie, wenn sie halt jung sind, so rumtollen und sich so lustig benehmen wie Affen. Und hier hat man gute Chancen, kleine Äffchen zu sehen? Genau, ja. Hier ist es super. Und so lerne ich Steffi kennen. Sie erforscht Murmeltiere in den Alpen. Das Murmeltier ist nach dem Biber unser zweitgrößtes heimisches Nagetier. Bevor man die niedlichen Bergbewohner sieht, kann man sie meistens schon hören. Bei Gefahr warnt der Chef mit lauten Pfiffen seine Familie. Die Bande schaut dann verwundert in der Gegend herum und verschwindet schleunigst im Bau unter der Erde. Steffi und ich suchen die Berghänge ab. Noch sehen wir nichts. Ach, schau mal, Anna. Da sind zwei Murmeltiere. Wo? Da, bei einem der Steine. Da, jetzt sehe ich es auch. Ah, sehr schön. Oh, das ist aber klein. Ja. Oh, das ist ja schon nett anzuschauen. Aber die zwei sind nicht alleine. Da sind noch mehr. Ist das jetzt eine Familie? Ja, genau. Also du siehst jetzt oder wir sehen jetzt gerade eben die Jungtiere und dann noch eben die Elternteile wahrscheinlich, also das Weibchen und das Männchen. Ach schau, und jetzt tollen sie rum. Oh Gott, das ist ja süß. Ja, ist das nicht lieb? Wollen wir mal ein Stückchen gehen und dann sehen wir vielleicht noch welche von der Nähe. Ja, auf jeden Fall. Super, dann machen wir das. Da unten hat sich gerade irgendwas bewegt. Und dahinter ist irgendwie noch mal so was Graubraunes. Ja, links davon. Ja, hey, super, Anna. Das werde ich auch schon voll die Murmelexpertin. Ja. Morgens kommen die Murmeltiere aus ihrem Bau. Sind die denn jetzt deswegen draußen, weil sie sich gerne sonnen oder was machen die hier den ganzen Tag? Ja, also jetzt in der Früh sind sie auf jeden Fall draußen, um sich aufzuwärmen und eben auch viel zu fressen, weil sie haben ja jetzt nur den Sommer und sie müssen ja hier ihre Fettreserven aufbauen. Denn im Winter schlafen die Murmeltiere im Bau und futtern gar nichts. Je mehr Speck sie sich jetzt anfressen, desto besser überstehen sie die kalte Jahreszeit. Ihre Nahrung besteht vor allem aus Pflanzen. Sag mal, und was ist jetzt da gerade los? Da kugeln zwei so richtig rum. Die kugeln den Berg runter. Ja, was machen die da? Die murmeln sich den Berg runter. Ja, stimmt. Deswegen Murmeltier. Ja, also das sind zwei Heranwachsende eben. Und es ist kämpferisches Spielen, ne? Was sie auch brauchen für später einfach. Wenn sie dann ihre eigene Familie gründen und ihr Territorium haben und das dann auch verteidigen müssen. Also sie spielen, aber es geht schon auch darum, wer ist hier der Chef von ja, uns beiden. Ja, das wird ausgetestet. Die scheinen richtig Spaß zu haben. Steffi ist nicht nur zum Spaß in den Bergen. Sie versucht herauszufinden, wie viele Murmeltiere in den deutschen Alpen leben. Das schafft sie aber nicht alleine und deshalb hat sie das Projekt Murmelgesucht gegründet. Jeder kann mitmachen. Wer in den Bergen Murmeltiere beobachtet, kann sie auf der Internetseite melden. Man gibt einfach nur seinen Standort an und die Anzahl der Tiere. Steffi wertet die Infos dann aus und kann so die Zahl der Murmeltiere schätzen.
Ja, vielen Dank, Steffi. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir uns ja in einem Monat oder so nochmal treffen und dann können wir gucken, ob unsere Jungtiere schon größer geworden sind. Ja, sehr gerne, Anna. Mach's gut, gell? Ciao. Ciao. Und so vergehen die Tage auf der Steineralm wie im Flug. Morgens gibt es immer ein gesundes Frühstück. Leckere Äpfel und frische Bergkräuter. Noch ein bisschen was zum Verzieren. So, fertig. Die werden sich freuen. Ist nämlich gar nicht für mich. Guten Morgen, ihr beiden. Frühstück. Komm, Jakob. Sonst frisst die Luna alles weg. Na, schmeckt gut, oder? Hallo, Jakob. Häppchen für dich. Bei Luna kommt Apfelsaft aus dem Mund. So, ihr zwei, ich wünsche euch einen schönen Tag auf der Alm. Bis später. Besuch bei unseren Vögeln. Also unsere kleinen Entchen sind überhaupt nicht mehr so klein. Die sind echt riesig, findest du nicht? Ja, die haben in den letzten Sekunden ganz gut gewachsen. Wahnsinn. Denkst du denn, es ist jetzt an der Zeit, dass wir sie mal aus ihrem Käfig rauslassen zu den Hühnern? Ja, probieren wir mal. Eins, zwei, drei. Chaos bricht aus. Das Motto ist klar. Egal was passiert, Hauptsache zusammenbleiben. Achtung, ein Huhn. In Deckung. Schade, nein. Jetzt kuscheln sie miteinander. Das ist aber süß. Ja. Also die Hühner sind relativ entspannt. Ja. Ah, aber die Enten werden sofort nervös, wenn ein Huhn näher kommt. Ja, die haben da Angst ein bisschen noch. Gehst du? Gehst du in Ruhe? Ja. Ah, also, es ist einigermaßen okay, aber man muss schon ein Auge drauf haben, oder? Ja, man muss schauen, weil die haben doch nur ein bisschen zu klar und die größeren Hühner haben doch nicht ganz so brav, wie ich gemeint habe. Da fliegen die Fetzen. Also du meinst, alleine können wir sie jetzt nicht lassen? Nein, ich darf wieder rein, da war ich im Käfig. Vielleicht laufen sie unten rein. So haben wir's. In ein paar Tagen probieren wir das noch einmal. Und wisst ihr, worauf ich mich jetzt freue? Auf eine warme Dusche. Was ist denn, Luki? Gefällt dir mein Gesang nicht? Das tat gut. Komm, geh mal nach Hause. Bini, komm! Und so geht es weiter auf der Alm. Ich lerne Förster Christian kennen. Zusammen gehen wir im Wald auf Spurensuche. Riecht nach Kräutern. Gar nicht so schlecht. Meine Enten bekommen ein tolles Planschbecken. Oh Mann, ich glaube, mein Pool kommt doch nicht so gut an, wie ich dachte. Ridi wagt sich auf eine 230 Meter lange Highline. Sehr gut. Aber der Wind bläst wie verrückt. Ah!